Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich euch heute die Special NPCs in Animal Crossing vorstellen möchte, die wir in nächster Zeit zu 100% im Spiel sehen werden, da diese von Nintendo in diversen Trailern und Teasern bereits angekündigt bzw. bestätigt wurden. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Animal Crossing Discord-Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also, falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord-Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor einiger Zeit einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also, falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Blühs, Kissen oder Amiibo-Figuren seid, schaut gerne im Shop vorbei. Der Link zum Shop ist ebenfalls in der Beschreibung. Seit Release von Animal Crossing New Horizons haben wir bereits einige der vielen besonderen NPCs im Spiel sehen dürfen. Darunter waren unter anderem Event-NPCs wie zum Beispiel Oz am Häschentag, aber auch NPCs, die durch Updates eine langfristige Rolle im Spiel bekommen haben, wie Johannes oder Rainer. Neben den bekannten NPCs, die nun bereits im Spiel integriert wurden, gibt es aber auch noch einige, auf die wir uns in naher und ferner Zukunft freuen dürfen. Zu den NPCs, die wir in naher Zukunft ins Spiel bekommen werden, gehört unter anderem Gernot. Dieser wurde nämlich im Trailer zum letzten Update bereits für das kommende Update angekündigt und ist somit einer der nächsten Special Event NPCs, die wir im Spiel sehen werden. Gernot ist tatsächlich schon seit dem allerersten Animal Crossing Teil mit im Spiel und hat bisher immer das Herbstfest geleitet. Der Ablauf dieses Festes war von Spiel zu Spiel immer mal wieder etwas anders, aber im letzten Teil, also in New Leaf, musste man ihm helfen, verschiedene Zutaten mit Hilfe seiner Bewohner zusammenzusuchen und ihm diese dann letztendlich zu geben. Als Belohnung hat man dann verschiedene Teile von der damaligen Möbel-Herbst-Serie bekommen, die es sehr wahrscheinlich auch wieder in New Horizons in ähnlicher Form als Event-DIY-Serie geben wird. Das Herbstfest hat in älteren Teilen, by the way, immer zeitgleich zu Thanksgiving stattgefunden. Daher gehe ich mal davon aus, dass es in New Horizons auch so sein wird. Zudem wurde im Trailer des letzten Updates auch noch ein ungefährer Zeitraum für das nächste Update angegeben, welcher Ende November wäre. Das würde also zeitlich passen. Ob sich das Event nun auf einen Tag beschränkt oder einen längeren Zeitraum hat, kann man aktuell allerdings leider noch nicht sagen. Ein weiterer NPC, der im letzten Trailer angekündigt wurde, ist das Rentier Chris. Und wie man eventuell schon an seinem äußerlichen Erscheinungsbild erkennen kann, wird dieser in der Weihnachtszeit unsere Insel besuchen kommen. In älteren Teilen hat Chris den sogenannten Spielzeugtag geleitet, der wiederum das Weihnachtsevent im Spiel war. Der Spielzeugtag war in New Leaf am 24. Dezember und an dem Tag konnte man, sobald man sich ein Weihnachtsoutfit angezogen hat, mit Chris zusammen Geschenke verteilen. Auch hier kann man aktuell noch nicht genau sagen, wie die Weihnachtszeit in Animal Crossing ausschauen wird, aber ich denke, dass beide Events, sowohl das Herbstfest sowie der Spielzeugtag, über mehrere Tage oder Wochen gestreckt werden. Ähnlich wie das aktuelle Halloween-Event, was ich grundsätzlich eigentlich ziemlich nice finde. Der nächste NPC wurde zwar nicht in dem letzten Update-Trailer angekündigt, dafür aber in der Animal Crossing Direct, die damals noch vor dem Release des Spiels stattgefunden hat. Um genau zu sein, handelt es sich um Pavo. Dieser hat seit New Leaf das Karneval-Event im Spiel geführt und wird dieses wahrscheinlich auch in New Horizons fortführen. Bei dem Event musste man ihm damals verschiedenfarbige Federn besorgen, die damals an dem Event-Tag ähnlich wie die Kirschblüten in der Luft herumflogen. Als Belohnung hat man dann von ihm nach und nach neue Items aus der Karnevalsserie bekommen, die wir, denke ich, auch in ähnlicher Form wieder in New Horizons als DIY-Serie sehen werden. Ich bin echt gespannt, wie sie das Event in New Horizons umsetzen werden und hoffe auch hier, dass es nicht nur auf einen Tag beschränkt wird. Neben den NPCs, die offiziell von Nintendo schon bestätigt wurden, gibt es natürlich auch einige, die zwar noch nicht bestätigt wurden, von denen es aber Hinweise gibt, die darauf deuten, dass wir sie in Zukunft eventuell sehen werden. Zu diesen noch nicht bestätigten NPCs gehört natürlich Coffee. Zu diesem habe ich aber bereits in einem meiner letzten Videos eine Menge erzählt. Also falls ihr euch speziell für Coffee interessieren solltet, schaut gerne in die Infocard. Da habe ich euch das Video zu ihm nochmal verlinkt. Neben Coffee gibt es aber auch noch einen Charakter, zu dem erst vor kurzem Hinweise im Code aufgetaucht sind. Um genau zu sein, handelt es sich um Turtle. Dieser war fast in allen Animal Crossing Teilen Bürgermeister der Stadt, außer in New Leaf. Dort war er Leiter einer Insel. Der Grund, weshalb aktuell einige Spieler vermuten, dass wir ihn in Zukunft wieder sehen könnten, ist,
dass seit dem letzten Update im Abschnitt des Codes, in der die Items stehen, die NPCs in den Händen halten können, das Wort Cane hinzugefügt wurde. Ins Deutsche übersetzt heißt das Wort Cane Stock und wer Turtle aus den älteren Animal Crossing Teilen kennt, weiß, dass er meistens einen Stock in der Hand gehabt hat. In meinem letzten Dataminer-Video bin ich noch davon ausgegangen, dass das Wort Cane was mit Cane Sugar zu tun hat, also übersetzt Rohrzucker, was wiederum mit dem kommenden Update, also dem Herbstfest, passen würde. Also generell würde beides auf jeden Fall Sinn ergeben. Falls ihr euch, by the way, für die neuesten Dataminer-Infos zum Spiel interessieren solltet, schaut gerne in die Infocard. Dort habe ich euch mein letztes Dataminer-Info-Video nochmal verlinkt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Video zu den kommenden NPCs und Events und den eventuell kommenden NPCs gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 67,9% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.